alle. Puh, ich war beim Friseur heute. Und, cool, ich bin wieder ganz kurz obenrum. Oh ne, ich mache das jetzt wieder mit meinem Kopfhörer. Diesmal falle ich nicht drauf rein, auf die Falle. So. Könnt ihr mich hören mit Kopfhörer? Bitte sagt kurz was. Wäre super lieb, wenn einer sagen könnte, ob der Ton fein ist. Keiner sagt was. Alle gucken. So geht es mir auch immer. Ich gucke immer und sag nichts. So ist der Ton okay? Bitte nur einen Daumen hoch oder sowas, damit ich Bescheid weiß. Auf euch kann man sich auch nicht verlassen. Daumen hoch, hört ihr mich? Oder bin ich stumm? Bitte Leute, klärt mich auf. Yes, okay, cool. So, ich bin jetzt mal kurz live draufgesprungen, weil ich heute habe ich so viel über Intensität nachgedacht. Mein Tag war heute ziemlich intensiv. Ich weiß selbst nicht, was da los war. Intensiv in dem Sinne, dass ich plötzlich mich gefunden habe in anderen Welten, in anderen Universen von anderen Leuten. Und es war ziemlich intensiv und das kenne ich gar nicht so von mir. Normalerweise bin ich so das Teflon, an dem alles so abläuft. Aber heute war es intensiv in Bezug darauf, was ich wahrgenommen habe von dem, was gerade im Leben anderer passiert. Das hat sich so geäußert, dass ich zum Beispiel Leute angeschrieben oder angerufen habe und gefragt habe, hey, was ist denn los bei dir? Was geht ab? Oder dass Leute mich angerufen haben oder mir geschrieben haben, dass sie gerade mit was zu kämpfen haben. Und das war neu für mich, ja. Und das hat mich dazu gebracht, über Intensität nachzudenken und wie viel wir uns erlauben, intensiv zu sein in jeder Richtung. So, was ist diese Intensität eigentlich? Alle haben es so auf den Lippen, auf der Zunge und mir kommt oft vor, als würde keiner so wirklich wissen, was dieses Intensive ist, was diese Intensität ist. Und bei einem unserer letzten Kurse haben wir auch darüber gesprochen und dann plötzlich dreht Greg sich zu mir um. Also wir saßen beide und haben halt den Kurs gehalten und er schaut mich direkt an und ja, mit einer Intensität und ich habe geantwortet mit Intensität und der ganze Kurs hat Gänsehaut gekriegt, ja, und hat kapiert, wie intensiv wir alle sein können, wenn wir das wählen. Und die meiste Zeit wählen wir das nicht. Wir wählen nicht intensiv zu sein, weil wir einfach so gelernt haben, dass Intensität etwas ist, was nicht gut ankommt. Und aus welchem Grund kommt das nicht gut an? Ganz oft, weil wir in unserer Kindheit Intensität erlebt haben, die nicht fein war. Ja, so wir haben einfach gelernt, Intensität in Verbindung zu bringen mit etwas Unangenehmen. Wir werden angeschrien, wir werden verkehrt gemacht, wir werden falsch gemacht, man macht uns Vorwürfe, wir sind zu viel, das, was wir sind, ist nicht okay. So, das ist die Intensität, oft, die wir als Kind wahrgenommen haben und die wir sehr bedeutsam gemacht haben aus einem Überlebensmodus heraus. Dieses, wenn ich zu intensiv bin, dann mag man mich nicht. Wenn etwas intensiv wird, dann sollte ich lieber gehen. Und mir ist dann heute so aufgefallen, dass diese Fähigkeit, mit Intensität umzugehen, auch etwas ist, was wir zum Beispiel verkehrt machen. Weil sehr viele Leute, wenn sie Intensität erfahren, gehen aus ihrem Körper raus. Sie dissoziieren sich sozusagen mit sich, von sich. Ja, das ist, ich bin gar nicht da. Ich bin gar nicht da. Es ist so intensiv, dass ich einfach weggehe. Und es gibt so Beschreibungen von Leuten, die erzählen, als sie missbraucht wurden,
Haben sie sich selbst gesehen, wie sie sich beobachten oder wie sie das Geschehen beobachten und gar nicht in ihrem Körper sind? Und das haben wir auch verkehrt gemacht, dass wir aus unseren Körpern rausgehen, wenn es intensiv ist, ja? Und natürlich, manchmal ist es eine blöde Wahl, weil wenn es intensiv wird, kann es auch richtig schön werden. Zum Beispiel, wenn wir Liebe machen, wenn wir mit jemandem zusammen sind, der uns wirklich sieht, dann ist diese Intensität etwas Wunderbares, von der wir aber gleichwohl gelernt haben, uns davon zurückzuziehen, weil wir ja bereits beschlossen haben, dass alles, was intensiv ist, nicht gut ist und mit Schmerz einhergeht. Aber dennoch ist es eine Qualität, eine Kapazität, eine Fähigkeit, die wir haben, wegzugehen von unseren Körpern, wenn etwas intensiv wird. Ich sage euch ein Beispiel dafür. Als ich mein erstes Tattoo bekommen habe, war das intensiv, ja, weil auch Schmerz ist einfach nur eine Intensität, wenn wir es nicht bewerten. Und mit diesem Schmerz wollte ich nicht so viel zu tun haben, weil, hey, es tut weh, ja. So was habe ich getan. Ich bin, während ich tätowiert worden bin, aus mir rausgegangen, aus meinem Körper rausgegangen und habe mich beobachtet und habe gesehen, dass da eine Intensität in meinem Körper ist und ich bin so weit von dieser Schlussfolgerung des Schmerzes im Körper weggegangen, dass ich diese Intensität genießen konnte. Ich habe währenddessen geplaudert und gelacht und habe es nicht mehr als Schmerz empfunden. So, überall, wo ihr euch verkehrt dafür macht, dass ihr eure Körper verlasst, wenn etwas intensiv wird, statt anzuerkennen, dass das eine Fähigkeit ist, die ihr habt, wollt ihr das bitte loslassen. Ja, und anerkennen, dass alles, was in eurem Universum ist, was in eurer Welt ist, wo ein Können, eine Fähigkeit da ist, das ein Beitrag für euch ist. Wir können alles verkehren ins Negative. Ja? Wir können sagen, das, was ich da tue, ist falsch. Oder wir können sagen, das, was ich da tue, ist ein Beitrag. Ist cool. Ist was, was ich kann, was ich benutzen kann. Ja? Diese Intensität, was ist das eigentlich? Also für mich, ich habe heute echt danach geguckt, was ist intensiv? Und alles, was über diese Norm hinausgeht, über diese Flatline, aus der die meisten Menschen funktionieren, ist intensiv. Ja? Ob das jetzt unter der Flatline ist oder oberhalb der Flatline, ja? Also im Sinne von positiv oder negativ. Überall dort, wo ihr nicht mehr funktioniert aus diesem Normal, ja, dieses ist es intensiv. Und was, wenn ihr euch erlauben könntet, diese Intensität zu empfangen? Egal, ob das jetzt negativ ist oder positiv, das heißt, ob das jetzt Schmerz bedeutet oder ob das Glück und Freude und Euphorie und Ekstase bedeutet, einfach nur das zu empfangen. Weil wenn ihr gewillt seid, nicht wegzuschauen, und es tatsächlich zu empfangen, weil das bedeutet empfangen, ja, es zu nehmen, es anzuschauen, zu sehen, was da ist, ohne es in eure Körper einzuschließen, ohne es signifikant zu machen, dann habt ihr die Wahl. Ihr könnt tatsächlich wählen, ob das eine Intensität ist, die ein Beitrag für euch ist, oder eine Intensität, die ihr nicht haben wollt. Weil denkt zum Beispiel an Menschen, die aggressiv euch gegenüber sind, die diesen Blick haben, die euch in die Augen starren, ja, die euch manipulieren, kontrollieren wollen, die euch Angst machen wollen. Das ist eine Intensität, ehrlich Leute, mit der will ich nichts zu tun haben. Die brauche ich nicht. Da kann ich einfach sagen, ach, weißt du was, guck woanders hin. Aber wenn ich jemanden habe, der in eure Augen sieht, mit so viel Sehen, mit so viel Wahrnehmen, mit so viel Dankbarkeit für euch. Was, wenn ihr das empfangen könntet und nehmen könntet und euch davon inspirieren lasst, ebenso dankbar für euch selbst zu sein. So, Intensität ist wirklich ein Ding, wenn ihr bewusst damit umgeht, dass ihr wählen könnt, dass ihr nehmen könnt oder lassen könnt. So, das waren meine Gedanken heute zur Intensität und ich glaube, da brodelt noch so viel mehr.
Aber das ist jetzt meine Einladung an euch, euch bewusst zu werden, wo ihr Intensität automatisch auf Autopilot ablehnt, weil ihr gelernt habt, dass Intensität etwas ist, das Schmerz verursacht, das Leiden verursacht. Statt auf Autopilot es abzulehnen, zu schauen, diese Intensität, die da ist, ist das etwas, was mehr Freude, mehr Glück, mehr Leichtigkeit in mein Leben bringt? Oder ist es etwas, das ich nicht haben will, ja? Wo jemand versucht, intensiv auf mich Einfluss zu nehmen? Ich glaube, da werde ich noch viel drüber nachdenken und da werde ich noch viel drüber erzählen. Und so, ja, ich weiß immer noch nicht, was der Grund ist, aus welchem Grund das heute so hochgekommen ist bei mir, außer dass es ein intensiver Tag war, mit intensiven Wahrnehmungen und mit meinem Bewusstsein darüber, dass ich jederzeit wählen kann, was ich für mich haben will und was nicht. Denn wenn wir auf Autopilot funktionieren und Intensität verkehrt machen, weil es zu viel ist, weil wir gelernt haben, damit kommt nichts Gutes, dann schneiden wir uns ab von all dem Glück, von all der Freude, von all dem Wissen, das mit Intensität zu uns kommt. So, dazu lade ich euch ein, Intensität in euer Leben einzuladen und anzuerkennen und wahrzunehmen, wie intensiv ihr sein könnt. Und gleichzeitig zu wissen, dass ihr jederzeit die Wahl habt, was ihr in euer Leben lasst, in eurer Körper lasst und was nicht. So, eine Einladung zum Bewusstsein.